Hallo, ich bin's wieder, eure Lena. Und in dem heutigen Blog geht's um Sat-Antennen und DVB-T. Lübbenau ist eine dynamische Stadt und in der Vergangenheit hat sich schon sehr viel zum Guten gewandt. Aber ein paar alte technische Relikte gibt's eben doch noch. Und ich finde, auf einem Balkon wirkt so ein Blumenkasten viel schöner als eine Sat-Schüssel. Ja, und die GWG hat da sich einen Plan gemacht und für Januar 2018 etwas ganz Besonderes geplant. Und was genau? Naja, da gehen wir am besten mal in die GWG-Geschäftsstelle und fragen den Herrn Siebert selber. Hallo Herr Siebert, die Medien berichten, das Antennenfernsehen DVB-T ist abgeschalten. Heißt das für die GWG-Kunden, was passiert mit dem Kabelfernsehen? Wird das auch abgeschalten demnächst? Nein, der Name DVB-T steht für Antennenfernsehen, was von der alten Sendestation Kahlo ausgestrahlt wurde. Das ist abgeschaltet worden für unsere Region. Die GWG-Wohnungen haben alle Kabelfernsehanschluss, der jetzt von der Tele-Columbus-Gruppe betrieben wurde. Aha. Und die GWG hat zusammen mit dem Kabelanbieter Tele-Columbus einen neuen Rahmenvertrag vereinbart. Was bedeutet das denn jetzt für die Mitglieder der GWG? Das haben wir für das Jahr 2018 neu bewirkt, und zwar mit komplett neuen Konditionen. Wir haben, wie bisher bekannt, alle öffentlich-rechtlichen Programme und die dritten Programme über HD, die werden jetzt schon empfangen. Und ab dem 01.01.2018 besteht die Möglichkeit, dass alle HD-Privatanbieter, also die RTL, SAT und ProSieben-Gruppe auch in HD empfangen werden können. Diesen Vertrag haben wir neu ausgehandelt, zum Vorteil unserer Mitglieder und Kunden. Und waren dafür irgendwelche Investitionen nötig? Hat die GWG da irgendwie was machen müssen? Seitens der Genossenschaft sind alle Anschlüsse und Kabelleitungen vorhanden. Die Tele-Columbus hat dafür notwendige Aufrüstungen vorgenommen, was Verstärkermodule etc. betrifft. Das klingt ja super. Das bedeutet, dass sich an sich nichts verändert. Und was passiert mit den Kunden, die noch nicht bei der Tele-Columbus Kunde waren oder sind? Ja, also das entscheidende Neue ist daran, dass wir also ein Sammelinkasso vereinbart haben. Wir werden also ab 01.01. die notwendigen Gebühren für den Kabelempfang über die Betriebskostenabrechnung weiterverrechnen. Und Mitglieder, die bis jetzt nicht Kunde bei Tele-Columbus waren, haben die Möglichkeit, ab 01.01. einen Neuvertrag abzuschließen und erhalten dazu die notwendigen Zusatzempfangsgeräte kostenfrei, wenn man die innerhalb der ersten 3 Monate ordert. Das betrifft ein CI-Plus-Modul oder den Receiver. Ja, das klingt ja super. Das heißt, im Wechsel steht an sich nichts im Weg. Und wer jetzt noch Fragen hat, der kann das komplette Interview mit Ihnen, Herrn Siebert, mit Hannes Lindhuber von der Tele-Columbus und der GWG-Mitarbeiterin Frau Kahlschmidt nochmal in Ruhe im GWG-Journal einfach nachlesen. Und ansonsten findet ihr uns natürlich persönlich hier in unserer Geschäftsstelle und ihr könnt uns die Fragen auch hier stellen. So, und jetzt bin ich aber nochmal neugierig. Wie sehen denn die Geräte überhaupt aus, die ich dann brauche, um das neue Kabelfernsehen zu empfangen? Ja, das ist zum einen, Lena, das sogenannte CE-Plus-Modul. Das passt in allen neueren Fernsehgeräten. Dazu die notwendige freigeschaltete Karte für den HD-Plus-Empfang von der Tele-Columbus-Gruppe. Und diese Karte passt auch gleichzeitig in den Receiver. Der ist notwendig für die etwas älteren Geräte, die aber schon digitales Fernsehen empfangen können. Und dazu wird die Tele-Columbus-Gruppe nach wie vor das analoge Signal ausstrahlen für die ganz alten Röhrengeräte, die noch in vielen Haushalten oder in den Drittzimmern steht, wo man sich also zurückziehen kann. Und was ist denn mit den Kunden, die bereits bei der Tele-Columbus sind? Die erhalten nach Vertragsumstellung, was automatisch durch die Tele-Columbus durchgeführt wird, auch die Möglichkeit, diese Geräte bzw. das CE-Plus-Modul kostenfrei zu erwerben. Ja, das klingt ja super. Und wenn ich das jetzt so richtig verfolgt habe, heißt das, ich brauche gar nicht mehr diese Sat-Antennen. Die kann ich dann von meinem Balkon einfach, die fallen dann weg, oder? Das ist der Hintergrund, dass also Neukunden, die dann bei der Tele-Columbus den Vertrag abschließen über Kabel-TV, natürlich die Satellitenantenne von den Balkons oder von den Dächern zurückbauen können. Ja, super. Das heißt, mehr Platz am Balkon und sieht halt auch schöner aus und natürlich zum super Preis. Der Preis ist unschlagbar. Wir haben also zu den jetzigen Einzelverträgen eine Ersparnis von bis zu 60%. Sehr schön.
Ja, das war dann alles zum Thema DVB-T. Und ja, wie gesagt, wer es nochmal ganz genau wissen will, ruft uns einfach an hier in der Geschäftsstelle. Wir helfen euch gern weiter. Go and reach for the sky.